Herzlich willkommen in meinem Toyota Corolla Touring Sports 2 Liter Team Deutschland Ausstattung. Vielleicht geht es dir genauso wie mir, dass ich dann mein Handy gekoppelt habe und Musik abspielen möchte. Und es hört sich wirklich, wirklich scheiße an. Genau. Und ich zeige dir, wie man das jetzt einstellt. Kurz und knapp, ich habe von YouTube zwei Titel runtergeladen, die sind lizenzfrei, sonst können wir das hier nicht machen. Ja, als erstes, du solltest halt dein Handy verbunden haben. Du brauchst auf dem Handy eigentlich keine Equalizer-Einstellungen vornehmen. Gut, dann starten wir mal das Normale, wie es von Standard eingestellt ist. Machen wir mal ein bisschen lauter. Der hat ja vorne zwei Boxen drin. Die unteren Boxen in den Türen vorne sind nur Bassboxen und in den hinteren Türen sind Full Range. Also es klingt schon mal nicht schlecht, aber irgendwie halt, naja, nicht so wie es klingen sollte. Dann habe ich angefangen, ich hoffe man versteht's, hier die Fader zu bedienen und bin dahinter gegangen, nur auf die hinteren Boxen, und es klingt auch bescheiden. Wenn man dann jetzt nach vorne geht, wäre das Klangbild eigentlich schon gut, aber es fehlt noch das gewisse Etwas und das zeige ich euch gleich. Jetzt geht man auf Höhenmitte Bass, geht hier auf die Mitte, geht mit den Höhen ganz hoch und die hier lässt man zwei Klicks drunter. Und jetzt mache ich mal ein bisschen lauter. Das ist eigentlich jetzt die optimale Einstellung, wo man damit leben kann, wo hinten auch in den Türen diese Full-Range-Lautsprecher dementsprechend mitmachen. So wie man es eigentlich von einer Anlage gewöhnt ist, die jetzt 6 Boxen oder so hatte vorher. Ich hatte ja vorher einen Mitsubishi Charisma, der hatte hinten auf der Ablage, habe ich noch Boxen verbaut gehabt. Und der Klang war schon mega und jetzt sitze ich hier rein und denke mir so, was ist denn das? Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr konntet es so einstellen. Die Musik ist natürlich nicht dementsprechend meiner Musik, die ich sonst höre, aber es kommt schon hin mit Basshöhen und so. Ja. Und vergesst nicht, für jede Audioquelle DAB, FM, AM müsst ihr extra einstellen. Seht ihr, hier ist es wieder so, da geht ihr einfach mit den Höhen ganz hoch und mit der Mitte zwei Klicks unter den Höhen, und den Bass könnt ihr je nach Bedarf regeln, aber ich würde euch empfehlen, den auf 0 zu lassen, also auf neutral. Dann habt ihr die Fader, die werden übernommen. Adaptive Lautstärkung, habe ich bis jetzt nichts gemerkt, dass er da mitregelt, aber vielleicht ist es jetzt mit der neuen Einstellung natürlich besser. Ja, es klingt halt voller. Und das müsst ihr bei jeder Quelle müsst ihr das eben so machen. Seht ihr, geht auf Klang. Und dann ist das eigentlich immer dasselbe, wenn ihr das mal eingestellt habt. Viele nervt es ja, dass man das extra einstellen muss, aber ich muss euch sagen, ist vielleicht gar nicht schlecht, weil das Radio klingt ja, das normale Radio, nicht so wie es DAB und YouTube
Ich weiß nicht, wie da die Qualität ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine Medien, die ich über Bluetooth streame, also höchste Qualität haben. Also höchste Qualität ist nicht lossless, sondern nur 320 Bit. Das ist also schon okay. Und man muss es halt bei jedem Ding neu einstellen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also ich gehe ja meistens über Bluetooth. Das müssen wir stoppen, weil es nicht lizenziert ist. Ja, somit hoffe ich konnte euch helfen und ihr seid noch nicht so genervt von den Foren, weil ich habe in den Foren die Einstellungen auch gefunden, aber ich musste schon eine Weile graben und dann habe ich einfach gedacht, ich setze mich jetzt hier rein, mache das für euch und hoffe, dass es für euch hilfreich war. Gerne abonnieren und Like da lassen. Man beschäftigt sich ja hier auf dem Kanal eigentlich mit allem Möglichen, hauptsächlich aber mit Terrarienbau und Reptilien. Und wenn es was Interessantes gibt, so wie das hier. Auf jeden Fall ist die Anlage jetzt so, wie ich sie gern hätte. Und die klingt schön voll, also kann man damit leben. Also sie haben keinen Scheiß verbaut, das was ich am Anfang dachte. Ja, ist alles eine Einstellungssache. Und tschüss.